Leute, willkommen zurück zu Let's Play Splatoon 2. Im letzten Part haben wir im Herrschaftsmodus so richtig ordentlich auf die Mütze bekommen. Wir haben quasi nichts hinbekommen mit diesem blöden T-Tuber, den ich immer noch überhaupt nicht kann und nicht mag, ehrlich gesagt. Aber heute soll es wieder weitergehen im Heldenmodus, wo es dann hoffentlich etwas besser laufen wird als im letzten Part. Und zwar wollen wir heute in Welt 3 weitermachen und, wenn alles gut läuft, diese vielleicht sogar schon abschließen. Das hängt ein bisschen davon ab, wie lang diese Level sein werden und wie gut ich mich in denen anstelle, die uns da noch fehlen. Wir schauen einfach mal. Da ich übrigens wieder auch ein bisschen was nachgeholt habe, so was die Waffen angeht und die Level, habe ich wieder ein paar weitere Punkte gesammelt, wie ihr sehen könnt. Und deswegen will ich wieder ein bisschen was jetzt hier upgraden. Die Frage ist, was will ich denn hier am ersten Mal von denen upgraden, von den anderen Waffen hier? Keine Ahnung. Ich meine, den Tank zu erhöhen ist immer gut. Wie gesagt, weil der eben für alle Waffen halt gilt. Deswegen, den mal auf Stufe 3 zu bringen, ist eigentlich am sinnvollsten, finde ich. Deswegen, ich mache erstmal den, würde ich sagen. Ja. Yep. So maximal, sehr gut. Und dann noch eine von denen hier kann ich noch machen. Welche denn? Roller, Konzentrator, Doppler oder Schwapper? Der Schwapper ist noch unsere neueste Waffe von denen allen. Deswegen, ich nehme mal dann den Schwapper. Was erhöht das? Erhöht die Kraft und die Geschwindigkeit beim Schleudern von Tinte. Okay, ich mach das mal. Yay. Achso, Maximum. Es gibt nur 2 Stufen. Das ist interessant, weil bei der Heldenwaffe gibt es ja 3 Stufen oder noch mehr. Keine Ahnung. Ich denke mal 3 Stufen. Aber hier geht es immer nur bis zur 2. Stufe. Das finde ich komisch, ehrlich gesagt. Aber okay. Bam, bam, bam. Ja, das ist um einiges schneller. Auf jeden Fall. Als normalerweise. Also da kann man dann schon ziemlich abgehen. Okay. Gut. Dann gehen wir gleich weiter zu Level Nummer 13 und 14 fehlen uns auch noch und dann eben 15 haben wir schon, genau. Und dann eben noch der Boss, also 13 und 14 schaffen wir ziemlich sicher in diesem Part. Und ob wir für den Boss auch noch Zeit haben, das kommt eben darauf an, wie schnell ich in Level 13 und 14 bin. Ich werde mich versuchen, so halbwegs zu beeilen, wir gucken mal. So, Drehschalter und tanzende Flächen wieder mit einer Vorgabe von Arti, also egal, was ich hier nehme. vielleicht ist auch der Schwapper, das wäre ganz cool. Aber ich denke mal, dass es eher eine andere Waffe ist. Vielleicht auch wieder eine neue, das würde ich mir am ehesten wünschen. Vielleicht hat der Para... Rubiator oder wie der heißt, keine Ahnung. Den es ja jetzt schon online verfügbar gibt, den würde ich ganz gerne mal austesten wollen hier. Nimm bitte das hier. Ah, ne, eine Splatling. Das ist auch ziemlich cool. Auch eine neue immerhin. Okay. Die Heldensplatling bietet wahrlich formidable Feuerkraft. Haltet ZR gedrückt, um sie aufzuladen und lasse ZR los, um ein Inferno zu entfesseln. Gut, beim Aufladen bist du verwundbar, aber da muss man halt aufpassen. Okay, alles klar. Und ein Inferno. Bam! Yay, yeah, ja, so eine Splatling zu spielen macht auf jeden Fall schon sehr viel Öhr. Sehr viel Spaß, wie ich finde. Ich komme zwar mit Splatlings auch nur so halbwegs zurecht, weil die halt auch sich ganz, ganz anders spielen lassen als die meisten anderen Waffenarten. Aber so rein vom Prinzip her finde ich eine Splatling echt cool und es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. So. Und das ist ein Drehschalter. Wenn ich häufig auf den schieße, passiert irgendwas. Bam. Dann kommen nämlich hier Plattformen zum Vorschein. Cool. Wo ich dann eben hier nach oben gehen kann. So. Und dann hier nach oben. Alles klar. Und ich kann sogar hier noch weiter nach oben gehen. Nämlich hier hin. Und finde hier noch tolles Zeug, nämlich noch eine Rüstung immerhin. Okay. Hätte ich da jetzt noch mehr finden können, ist jetzt die Frage. Ich wüsste nicht wie, deswegen, nee, es dürfte alles passen. Okay. Und das Prinzip von dem Level scheint anscheinend hier um diese Zielscheiben sich immer zu drehen. Und das macht ja auch Sinn, da wir eben dort mit der Splatling auf jeden Fall am meisten anfangen können. Ich frage mich ja, wie das dann mit anderen Waffenarten sein wird. Der Schild dürfte jetzt übrigens auch ziemlich schnell von dem zerbrechen. Bam, 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 bam. Ziemlich cool. Da muss ich gar nicht erst Bomben oder sowas benutzen. Kann ich einfach frontal drauffeuern. Weil sein Schild eh ziemlich schnell eben zerbricht. Das ist ganz cool. Auf jeden Fall, ich frage mich, wie das dann mit anderen Waffenarten funktionieren wird. Vor allem zum Beispiel mit einem Konzentrator. Weil damit kann ich immer nur ganz, ganz wenig Schüsse eben hintereinander rausballern. Und muss immer eben ziemlich lange warten zwischendrin. Deswegen, wie dann das wirklich mit diesen Zielscheiben funktionieren will, das weiß ich noch nicht genau. Werde ich dann noch austesten müssen, wenn ich das dann nachhole. Was denn, wenn ich das mir auch noch kurz austesten dann gleich? Was ist denn, wenn ich das nur einmal treffen will, die Zielscheibe? Also, oder anders gesagt, wie oft muss ich denn dich treffen, damit ich auch wirklich irgendwelche Effekte erzielen kann? Ja, ich kann dich eh gar nicht erwischen. So ein paar Mal, dann kommen sie immerhin ein bisschen raus. Okay, ja, nee, das ist sogar hier schon das Maximum, okay. Also ein paar Schüsse reichen sogar aus, um dann, dann doch eben schon, hier kommen die nach oben, nein, um dann eben doch schon solche Mechanismen, wollte ich sagen, hier zu aktivieren. Und deswegen, vielleicht wird es dann mit einem Konzentrator schon auch funktionieren. Aber es wird auf jeden Fall um einiges schwieriger werden. Da ist nochmal was übrigens, das ist ziemlich gut versteckt. Ist um einiges schwieriger, das ist ganz klar. So. Okay, hier wieder mal schön die Treppe nach oben. Alles klar. Und dann von hier oben aus am besten nochmal abschießen. So. Okay. Und dann wieder mal
mir einen Weg nach oben bahnen. Ja, das war gar nicht mal so ein einfaches Level, wie ich finde. So, und ich habe jetzt da vielleicht was verpasst, deswegen will ich mich dann gleich nochmal da etwas gründlicher umgucken. Zum Beispiel hier bei der Kiste. Wie komme ich denn da eigentlich hin? Was finde ich da? Aha, Sankovium, das will ich haben. Ich meine, ich war da unten noch nie. Oder? Nee, ich glaube nicht. Ich gehe mal kurz hier nach unten. Ist hier irgendwo vielleicht was in der Tinte? Warte mal kurz. Das kann vielleicht sein. Moment, nochmal. Nein. Ich meine, ich habe jetzt nicht alles weggemacht, aber ich glaube eher weniger. Nee, hier ist nichts mehr. Kann ich hier noch hier irgendwie... Ich meine, das Fiese ist halt, dass sie hier theoretisch überall auch wieder mal so an den Kanten wieder mal so Zielscheiben hinpacken könnten, die ich dann eben treffen muss, damit ich dann irgendeinen Mechanismus aktivieren kann, der mich dann wiederum zum Ankovium in diesem Fall eben hinbringen kann. Ich muss mal erst mal gucken, ob es da auch irgendeinen recht einfachen Weg gab, da nach oben zu kommen. War ich einfach zu langsam? Nee, eigentlich nicht, weil es gibt nämlich keine weitere Plattform mehr, die ich hier ausnutzen. Ah, nee, hier kann ich einfach nach oben. Okay, das erklärt's. Alles klar, also im Endeffekt muss man doch einfach relativ schnell sein. Und dann kann man sich aber diese Ankovium hier dann doch eigentlich relativ leicht holen. Okay, cool. So, und Checkpoints. Und wir laufen hier oben auf dem Gitter entlang. Und ich darf hier so schön nach unten ballern, wenn ich will. Bam, bam, bam. Und auch den hier wieder mit einem Schild, den wir aber auch leicht killen können. So, zack, stirb. Und du auch. Nice, ich habe zwar jetzt hier auch meine Tinte nicht auffüllen können hier oben, aber die Tinte, ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt wusstet, aber die Tinte füllt sich ja auf, wenn man nicht in der eigenen Tinte ist. Auch von selber immer ein bisschen auf, wie wir hier sehen können. Und jetzt ist wieder voll, genau. Natürlich füllt sie sich, wenn man in der eigenen Tinte schwimmt, viel, viel schneller auf als normalerweise. Aber auch wenn man einfach nur halt in seiner menschlichen Form quasi eben rumsteht und nicht als Tintenfisch, dann wird sie sich trotzdem auch nach und nach ein bisschen auffüllen. Lang nicht so schnell, aber immerhin ein bisschen. Deswegen kann man eben auch auf diesem Gitter dann ganz gut kämpfen und es wird einem da nicht so schnell die Tinte ausgehen, wie man vielleicht meinen mag. Genau. So, hier muss ich jetzt aufpassen auf den Kollegen hier. Komme ich irgendwo nach oben? Auf der anderen Seite? Nee. Hä? Moment. Hilfe. Auf der Seite dann? Nee. Hey, ich muss doch hier nach oben, oder nicht? Oder ist hier wieder irgendwo eine Zielscheibe? Ah, nee, da hinten soll ich hin. Warte mal kurz. Habe ich jetzt hier wieder irgendwas übersehen? Irgendwie bin ich wieder etwas sehr paranoid, dass ich wieder Sachen übersehe. Aber ich meine, wir kennen das ja. Ich habe schon so häufig Sachen übersehen. Und deswegen will ich mich da schon immer dann gründlich umgucken. Aber nee, hier... Ich kann auf jeden Fall hier nichts mehr finden. Okay. Dann will ich mal doch einfach dann auf die andere Seite gucken. Aber ich meine, hier oben ist doch noch irgendwas, oder? Ja, vielleicht komme ich da von der anderen Seite da noch irgendwie hin. Aber ich gehe jetzt erstmal weiter. Das war knapp. So, ja, da ist was, genau, wusste ich doch. Nämlich, okay, einfach nur Punkte. Ja, vielleicht soll man auch da oben gar nicht hinkommen, sondern die nur von der Seite eben abschießen, die Kiste. Das kann auch sein, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall, da war, oder anders gesagt, wir haben auf jeden Fall den Inhalt bekommen von der Kiste, deswegen, das passt ja alles. Gut. So, ich kann auf den drauf, auf den Typen, nice. Und da oben ist wieder eine Kiste, ja, wo vielleicht die Schriftrolle ist, wäre auf jeden Fall cool. Nice. Und komme ich hier auch nach oben? Ja. Sehr schön. Gut. Damit haben wir schon wieder alle wichtigen Sachen hier in dem Level gefunden. Und das ist doch perfekt. Aber ich will noch gucken, was ich da unten noch finden kann. Weil vielleicht finde ich auch noch einen Coupon oder sowas hier. Wäre auf jeden Fall auch nicht schlecht. Ne, Rüstung ist aber auch in Ordnung. Und hier hinten noch weitere Punkte. Alles klar, nehme ich auch gerne mit. Aber trotzdem, wie gesagt, das Wichtigste haben wir schon gefunden. Deswegen, das ist doch echt super. So, ich will jetzt aber aufpassen, dass ich jetzt hier nicht mehr zerquetscht werde von den Gegnern. Hilfe. Ich will einfach nur den Schlüssel abgeben. So, alles klar. Und so lang sollte das Level auch schon gar nicht mehr sein, schätze ich mal. Obwohl, andererseits, so viel haben wir jetzt eigentlich noch gar nicht unbedingt gesehen. Weil die anderen Level sind ja auch immer alle ziemlich lang. Deswegen mal gucken, wie lang dann dieses Level noch im Endeffekt sein wird. Und du stirbst übrigens, Kollege. Ja, nicht getroffen leider. Oh ne, ich bin tot. Ne, ich lebe noch, weil ich eine Rüstung hatte, stimmt. Aber ohne Rüstung wäre ich jetzt auf jeden Fall tot. Kannst du mal bitte jetzt sterben, Kollege? Danke. So, nochmal hoch. Weil ich will nämlich nochmal die Rüstung nochmal einsammeln, damit ich auch noch weitere Punkte bekommen kann. Weil, machen wir nochmal. So, genau, immer wieder abschießen, die Zielscheibe, dass ich hier schon weit draußen bleiben kann. So. Und herkommen. Jetzt aber dann schnell nach oben hier, bitte. Bevor der Typ wieder kommt. Okay. Alles klar, ist schon alles auch ziemlich eng bemessen, aber wir schlagen uns ja trotzdem hier in dem Level, wie ich finde, bisher ganz gut. Deswegen, da kann ich mich eigentlich echt nicht beschweren. So. Okay, und du fährst dich nach außen und das andere hier nach innen. Das ist auch ganz interessant. Und, nein, geh nach oben. Geh nach oben. Nein, ich war noch oben. Warum bin ich jetzt wieder runtergefallen, Mann? So, nochmal. So, hier rauf und dann hier nach oben. Na, also. Und nochmal abschießen. Und dann hier, ja, und dann hier rüber.
Und hier nach oben. Ja, schon alles ziemlich kompliziert aufgebaut, aber das kriegen wir schon hin. So. Und das ist der letzte. Alles klar. Und ihr seid ziemlich groß, will ich mal anmerken. Ich meine, die Dinger gab es eben, wie gesagt, in Splatoon 1 auch schon. Aber da hatten die, glaube ich, immer dieselbe Größe. Oder halt dieselbe Höhe. Und das hatten sie bisher ja auch. Aber du bist um einiges größer als die anderen. Deswegen muss ich auf jeden Fall aufpassen. Der ist wieder klein. Der Typ da aber, der schon... Oh, der kann auch hier rüberkommen. Der ist schon sehr angsteinflößend. Ja, angsteinflößend. Viele Punkte wieder. Das war jetzt ein Fehler. Nee, okay, der geht nicht hier entlang. Kannst du mal bitte wieder abhauen übrigens? Ich bin jetzt gleich ein bisschen eingeengt. Ich muss nämlich jetzt dann gleich darüber. Ja, da haut wieder ab, der andere, okay. So, weg hier. Und dann gleich wieder wechseln. Und rüber da. Okay. Gut. Und wir sind schon dann hoffentlich gleich oben. Bam, bam, bam. Ah ne, okay, ich muss jetzt wieder auf die rauf. Ach, alles klar. Das habe ich gar nicht wirklich gecheckt, aber gut. So. Und stirb. Wo will ich jetzt hin? Hier rüber. Kann ich den von hier aus treffen? Ah ja, okay, kann ich schon. Weil ich nämlich hier ganz rechts stehe. Genau. Sehr schön. Und jetzt soll ich nochmal auf den höheren drauf. Okay, und deswegen können die eben auch in ihrer Größe variieren. Du gehst weg. In ihrer Größe variieren. Weil ich dann eben hier auch jetzt weiter nach oben kommen konnte und hier den Goldfisch mir holen konnte. Okay. Also vor allem der, oder nicht Goldfisch, sondern Elektrowels, meinte ich. Also vor allem jetzt noch der letzte Abschnitt, der war ziemlich cool, der hat mir sehr gefallen. So, und vor allem das Wichtigste eben, wir haben alles bekommen, deswegen das ist doch sehr schön. Lass mich mal in dein Waffenlogbuch schauen. Ist sehr gut. Mit den Daten lässt sich was anfangen. Ich bin sicher, du wirst mir noch mehr interessante Daten liefern. Bla 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 bla. Immer dasselbe. Bla 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 bla. Und die Heldensplattling. Yay. Und der Eintrag wieder mal. Für besonders modische Ausrüstung werden neueste Technologien auf die Materialien angewendet. Erhitzen zum Beispiel sorgt für sanfte Schwünge. Und härteres Material wird einer Spezialbehandlung für mehr Weichheit unterzogen. Ist das so? Okay, sieht man dann ein paar von den kleineren Stücken. Auch ziemlich cool. Gut. Dann geht's weiter mit Level 14, und zwar Parkhaus-Parkour. Ziemlich cooler Name. So. Und ich habe wieder mal eine Vorgabe, deswegen völlig egal, mit was ich reingehe, weil ich hier diese eine spezielle Waffe nehmen muss. Und das ist nämlich dann, ich schätze mal nicht wieder eine neue, ich schätze mal dann schon eine altbekannte. Aber ich frage mich eben, welche das sein wird. Wir gucken mal. Und Konzentrator mal wieder. Okay. Warum denn nicht? Haben wir also dann schon quasi die zwei Waffen hier bisher benutzen dürfen mit der höchsten Reichweite, würde ich mal schätzen. Weil die Splatling hat wirklich eine sehr hohe Reichweite und aber logischerweise Konzentrator auch. Deswegen, shit, deswegen dann eben die Waffen mit der, ah komm schon, mit der höchsten Reichweite. Bam, so. Da ist noch ein weiterer Punkt, einfach so. Ist da dahinter noch was? Ich will mal kurz nach unten gehen. Nein. Okay, ja, schon mal sehr interessant aufgebaut hier der Anfang. Mit diesen sehr, sehr hohen Säulen. Alles klar, und auch der Hintergrund sieht sehr interessant aus. Da haben wir einfach mal so ein riesiges Gebäude. Auch sehr interessant, aber okay. So, weitere Punkte. Und hier steht einfach mal ein Auto rum. Das weiter entfernte Fahnenkreuz zeigt die Reichweite, bla bla bla. Warum ist hier einfach mal so ein Auto? Keine Ahnung, ehrlich gesagt, aber gut. So, mein Tipp, immer schön aus der Deckung oder sicherer Entfernung zuschlagen. Ganz genau so zum Beispiel, bam. Und es gibt hier noch mehr Autos. Ich meine, das macht ja auch Sinn. So irgendwie, weil das... Ja. Und okay, wir sind in einer Art Waschanlage oder so. Von dem würde ich mein Auto weder waschen noch lackieren lassen. Ach ja. Weil ich meine, das Level hieß ja auch Parkhaus-Parcours. Weil anscheinend sind wir hier halt in einem Parkhaus. Und deswegen stehen hier auch die ganzen Autos. Oder? So irgendwie? Keine Ahnung. Und die hätte ich übrigens alle auf einmal zerschießen können. Weil, vorher ein Octoling. Weil wenn ich eben... Ein Octoling, echt jetzt? Okay, cool. Weil wenn ich eben... Mit einem voll. Na komm jetzt her, halt her. Mit einem voll aufgeladenen Konzentrator hier schieße in Splatoon 2, dann kann ich ja auch Gegner treffen, die halt hintereinander stehen. Weil ich glaube eben, ich weiß noch nicht genau, aber ich glaube in Splatoon 1 war es so, dass man mit einem Schuss auch wirklich nur einen Gegner treffen konnte. Aber hier kann man eben, wenn mehrere Gegner, wo bist du? Da. Wenn mehrere Gegner hintereinander stehen. Ich muss aber schon noch treffen. Bam. Da kann man eben auch die dann beide auf einmal treffen mit einem einzigen Schuss. Und das ist schon ziemlich cool. Weil ich glaube eben, dass es in Splatoon 1 nicht ging. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich meine, dass es eben hier für Splatoon 2 dann neu ist. Meine ich zumindest. So. Aber hier scheint nichts mehr versteckt zu sein an diesem Ort. Deswegen gehen wir gleich weiter. Hui. So, und hier habe ich wieder diese coolen Plattformen hier. Bam. Oder diese Beschleunigungsstreifen, wie auch immer, die mich dann nach vorne schießen lassen. So. Und... Da ist wieder ein Sniper, aber wir haben auch eine Sniper und wir werden uns hoffentlich besser anstellen als der Kollege. Kann ich den hier sogar schon treffen? Nein, noch nicht ganz leider, er mich aber schon, weil er leider eine höhere Reichweite hat. Er hat vielleicht...
Warum hat das nicht geklappt? Keine Ahnung. Er hat vielleicht eine E-Leiter oder sowas, weil die hat eine höhere Reichweite. Keine Ahnung. Aber ich sollte auf jeden Fall da aufpassen bei dem Typen. Das ist ganz klar. Kann ich bitte nach oben? Ja. Und ich habe schon bemerkt, was ich gerade eben falsch gemacht habe. Das habe ich aber erst so spät gesehen, weil ich darf mich nämlich da nicht wieder zurückverwandeln. Ich muss hier auf jeden Fall in meiner Tintenfischform bleiben, weil ich nämlich nur dann durchs Gitter hindurchkomme. Weil ich habe nämlich eben schon zu früh wieder den ZL-Knopf losgelassen. Und bin deswegen dann eben nicht durch das Gitter hindurchgekommen und dann war ich verwirrt und bin nach unten gefallen. Und das war dann halt ein bisschen blöd. Aber naja. So, und bam. Auch du bist tot. Sehr schön. Und du da unten auch gleich. Bam. Yay. Ja, so ein Konzentrator zu spielen macht auf jeden Fall schon viel Spaß. Und du auch. Sehr schön mit der Taucherbrille. Ist auch kein Problem. Und da oben ist eine Kiste. Eine einzelne wieder. Aber da ist, glaube ich, auch nichts Besonderes, weil die auch einfach zu erhalten ist. Punkte immerhin. Okay. Ja, der eine Sniper nervt uns jetzt schon ziemlich lange, ne, will ich mal anmerken. Aber wenigstens ist er nicht wirklich gut im Ziel. Deswegen sollte eigentlich kein Problem werden. Er geht gleich weiter. Hui. Ich denke mal, dass ich jetzt dann gleich am Ende zu ihm auch in die Mitte kommen werde. Und dann versuchen kann, ihn dann gleich... Scheiße. Und dann versuchen kann, ihn dann gleich auch noch umzubringen. Und hier ist die Schriftrolle. Da habe ich jetzt Glück gehabt, dass ich jetzt hier nach unten gefallen bin und das noch sehen konnte. Aber an sich, das sollte einem eigentlich auch so auffallen, wenn man hier nach oben geht, dass da vielleicht noch eine Plattform sein könnte. Wenn man halbwegs gut erkundet, also das war auch eine, eigentlich, wie ich finde, relativ leicht versteckte Schriftrolle. Okay, aber habe ich nichts dagegen. Ganz klar. So. Jetzt will ich hier nach unten. Und jetzt dann gleich werden wir, glaube ich, schon zu dem Kollegen hinkommen. Und ihm mal kurz einen Besuch abstatten können. Hui, hui. Yay. So, und... Nimm das! Yay! Cool. Und er hat den Schlüssel, den ich dann gleich auch benutzen will. So, und her damit. So, ist hier denn noch mehr zu finden hier an diesem Ort? Ich meine, Punkte immerhin noch, die ich noch in der Tinte finden konnte, oder wie? Kann man noch ein bisschen was davon wegmachen, meinetwegen. Aber ansonsten anscheinend nichts mehr. Okay. Dann geht's gleich weiter. Immer noch auf der Suche dann noch nach dem Ankovium, das ich auf jeden Fall auch noch finden will. Ah, hier ist wieder so ein komisches Ding, was ich abschießen kann. Bam. Okay. Und damit kann ich dann diese Plattform hier nach unten fallen lassen und dann so eine Art Zugbrücke erschaffen. Okay, das ist eine ziemlich coole Mechanik auch. Bam. Hui, okay. Die kann aber auch in die andere Richtung kippen. Ich dachte jetzt, dass die immer dann so von mir wegkippen würden, weil eben durch den Schwung meiner Tinte die dann eben halt in die andere Richtung kippen würde, aber nee. Das ist einfach wirklich ein Schalter, der da aktiviert wird und dadurch kann er dann auch bewirken, dass dann die Plattform... Okay, einen Kupo will ich auch haben. Dass dann eben die Plattformen auch manchmal zu mir herkippen können. Okay. Du gehst... Wow. What the fuck? Das sah komisch aus. Alles klar. Auf der Unterseite die Autos. Und dann kommen hier einfach mal die Octarianer her. Was fällt euch eigentlich ein? So. Und ich will den Kupo, wie gesagt, haben. Deswegen gehe ich nochmal kurz hier entlang. Kommt da auch wieder ein Gegner gleich? Nein. Aber ich kann das Auto ausnutzen, um zum Kupo hinzukommen. Yay. So, und hier kann ich auch nach oben gehen. Ja, vielleicht. Ja, nicht wirklich. Weil ich nämlich hier nicht nach oben komme. Aber hier kann ich wieder... Okay, hier kann ich so eine coole Schiene aktivieren dann. Da ist noch was. Wow, okay. Das ist ziemlich cool aufgebaut hier. Da ich eben hier erst manche von den Schaltern aktivieren muss. Um mir dann wiederum neue Wege zu bahnen. Und das ist echt von der Idee her, wie ich finde, ziemlich cool. Also, das Level gefällt mir tatsächlich auch. Muss ich wirklich so sagen. So, du stirbst auch. Jetzt haben wir schon aber stärkere Octarianer hier, nämlich diese Kollegen hier, die häufiger schießen können als die anderen Idioten. Also die Gegner werden auf jeden Fall schon stärker, je weiter wir voranschreiten, aber das macht ja auch Sinn. So, das kann ich auch aktivieren. Und jetzt komme ich hier nach oben. Jetzt habe ich nämlich auch hier unten eine Abkürzung, okay, alles klar. Aber ist hier denn noch mehr? Da oben komme ich dann auch nochmal irgendwie durch, aber erstmal anscheinend nicht. Ja, das ist echt sehr interessant. Dann gehe ich jetzt mal hier nach oben. So. Alles klar. Und das ist sogar schon der letzte Checkpoint. Also irgendwo hier oben müsste jetzt dann noch hoffentlich... Und ich habe den Regen, cool. Wow, mach mal einfach schnell. So viele Gegner hier. Auf jeden Fall irgendwo hier oben müsste ich hoffentlich dann gleich das Ankovium finden können. Wäre auf jeden Fall schön. So, und du hast einen Schwapper. Ja, ist cool, dass die ganzen Octolinge auch verschiedenste Waffen haben können. Das gefällt mir auf jeden Fall sehr. Und ich treffe natürlich wieder mal nicht. Okay, sehr schön. Gut. Und der Schlüssel ist hier oben. Und damit würde ich dann mit der Schiene so entlangfahren und die Schiene würde mich dann wahrscheinlich schon zum Ziel bringen. Aber, da hinten, ich habe schon gefunden. Aber so noch nicht, denn ich möchte eben noch erst mich umgucken und das Ankovium gleich einsammeln, das ich schon gefunden habe, nämlich hier hinten ist es. Jetzt noch die Frage, wie ich hinkomme. Aber das Hinkommen ist auch sehr, sehr leicht. Und, also ja, hier in dem Level war auf jeden Fall Ankovium und Schriftrolle, wie ich finde, ziemlich leicht versteckt. War also dann kein Problem für uns. Sehr schön. So. Wo ist jetzt nochmal...
dann der Ort gewesen mit der Schiene. Keine Ahnung. Ja, ich will jetzt auch nicht nach unten springen übrigens. Ist alles sehr verwirrend aufgebaut hier. Ich springe einfach so random nach unten. So. Okay, ich bin perfekt gelandet. Hier war's. So. Und wir können dann das Level wahrscheinlich auch schon gleich abschließen. Also ja, das war auch ein cooles Level. Bam! Yay, alle auf einmal zerschossen. Wunderbar. Hat mir sehr gefallen. Und wir haben gleich wieder alles gefunden in beiden Leveln sogar. Deswegen, das war auch wieder ein sehr, sehr erfolgreicher Part bisher. Dim, 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 dim. Und ich musste eben auch deswegen nicht lange nach dem Ankovium oder der Schriftrolle suchen. Und deswegen haben wir die beiden Levels vergleichsweise schnell abschließen können und haben noch genügend Zeit, um wirklich noch den Boss von Welt 3 zu machen und die dritte Welt eben noch abzuschließen. Sehr schön. Und auch ein neuer Coupon. So, und da ist auch schon dann das Boss-Level. Aber erst wieder kurz eine Schriftrolle. Neueste Forschungen haben Erstaunliches über die Tinte der Inklinge ans Tageslicht gebracht. Die Tinte scheint nach dem Verschießen von selbst zu verschwinden. Tatsächlich sind dafür allerdings Mikroben in der Luft verantwortlich. Okay. Die Tinte scheint nach dem Verschießen von selbst zu verschwinden. Ja, aber ich meine, sofort verschwindet sie ja nicht. Ist es damit gemeint, dass die Maps auch immer, nachdem ein Kampf vorbei ist, danach dann wieder wie neu aussehen? Weil halt dann nach 10 Minuten vielleicht die Tinte dann eben von selber verschwinden wird? Oder so? Weil ich meine, sofort verschwindet sie ja nicht. Keine Ahnung. Naja, was soll's. So, auf jeden Fall. Dann gehen wir auch gleich zum Boss. Komm, kann ich mich da schon hinwarten? Kann ich nicht, ne? Nee, kann ich nicht. Ich muss da leider hinlaufen. Jetzt müsste ich nur noch mal wissen, wie ich da nochmal überhaupt hinkam. Ja, aber ich glaube, ich weiß schon wieder, weil nicht mit dir kam ich da doch hin, oder? Ich glaube schon. So, ja, dürfte passen. Nice. So, habe ich hier eine Vorgabe. Habe ich sogar eh wieder. Und zwar Oktopressor wieder am Drücker. Okay. Ja, dann gehen wir einfach mal rein, weil ich habe eh eine Vorgabe, wie gesagt. Und ist eh egal, was für eine Waffe ich nehme, weil ich eh eine bestimmte nehmen muss. So, mal gucken, was dann der Boss gleich alles drauf haben wird. So, und ich soll den Doppler nehmen. Okay, aber Doppler finde ich cool, deswegen warum denn nicht? So. Und dann, los geht's. Hi, wieder da, Oktopressor. Ja genau, das ist nämlich jetzt dieser Würfel hier, den wir auch schon aus Platoon 1 kennen. Das war, oh Gott, das ist doch der Oktopressor. Hat Nummer 3 nicht schon vor Jahren erledigt? Ja genau, ja, ich bin hier nach oben. Ja, ich bin aber zu langsam, oder? Ja, bin ich, verdammt. Okay, auf jeden Fall, der ist eben schon, wie gesagt, bekannt aus Platoon 1, aber er hat hier anscheinend einige neue Tricks jetzt auf Lager, würde ich mal schätzen. Die beide sehen auch so komisch aus bei dem Ding. Okay, er rast da so entlang und wenn er dann kurz vorm Runterfallen ist bei der Klippe, dann kann ich nach oben gehen und die dann, bin ich schlecht, und dann treffen. So schnell. Und das, okay. So, das erste Leben war schon mal sehr, sehr leicht, aber das zweite und dritte wird dann hoffentlich schwieriger werden. Wow, okay. Was zum... Okay, neue Verpackung, mehr Inhalt. Oktopressor und Neo. Okay. Wow. Jetzt hat er einen Airbag bekommen. Hat der jetzt dann vielleicht sogar 4 Leben? Weil das ist nämlich gerade... Ich meine, jetzt hat er nochmal eine neue Vorstellung bekommen. Weil das gerade eben nur nochmal so ein bisschen an Splatoon 1 erinnern sollte, obwohl das aber schon auch anders war, das Prinzip. Weicht zur Seite aus, wenn er sich zerquetschen will. Okay, ich muss wieder... Oh Gott. Komm ich überhaupt schon nach oben? Nee, ich muss ja anscheinend den Gurtverschluss hier angreifen. Das ist sehr interessant. Okay. Und wenn er irgendwann kaputt ist, dann kann ich bei ihm nach oben, oder wie? Okay. Jetzt kann ich seinen Körper einfärben. Jetzt am besten wieder kurz die Rahmattacke machen vielleicht. Das wäre ganz cool. Und, ja genau, und ausweichen. Yay, nice. Und wieder schön nach oben dann gehen. So. Und wieder treffen. Yay. Dann jetzt eben die Frage, ob du jetzt noch ein weiteres Leben oder sogar noch 2 hast. Ich würde sogar 2 vermuten eigentlich. Oh. Okay. Ne, letzter Checkpoint. Ne, okay, alles klar, hat doch nur 3. Oh Gott. Hat er doch nur 3. Kann ich hier rauf? Hui. Ja, nicht wirklich. Also er hat jetzt auf jeden Fall seine Reichweite stark erhöhen können. Ja, was will ich denn da dagegen machen, ey? Was zum Teufel? Also ich meine, da jetzt wirklich dann den Gurt dazu treffen,
Und währenddessen, Mann, was zum Teufel? Und währenddessen noch seinen Attacken ausweichen zu können, das ist sehr, sehr schwierig, wie ich finde. Weil er hat da jetzt wirklich eine total hohe Reichweite und ich habe mit meinem Doppler eben keine so hohe Reichweite. Deswegen ist es, wow, deswegen ist es schon sehr schwierig. Ja, toll, das ist schon sehr schwierig, finde ich. Okay. Das schaue ich an. Und ich muss wieder dann gleich weg hier. Okay, jetzt konnte ich immerhin ausweichen. Ja, ich musste auf jeden Fall dann immer den Doppel-Ausweich-Move machen, weil ich nur dann das wirklich schaffen kann. Okay. Also ja, der Doppler ist schon wirklich hier, oh Gott, hier wirklich sehr zu empfehlen. Weil ich dann eben damit halbwegs gut ausweichen kann. Ich treffe, ich bin so weit weg. Nein. Was macht er jetzt? Ich habe Angst. Jetzt kommt er wieder angerannt, oder? Nee, jetzt schießt er. Ja. Aber gleich kommt er angerannt. Und nein. Alter, wenn du mich jetzt damit triffst und damit töten kannst, das wäre jetzt ganz bitter. Ich traue mir jetzt nicht ranzugehen, weil... Weil ansonsten wäre ich gleich wieder geplättet dann. Okay, nee, das war doch eine gute Idee. Alles klar. Setz dann gleich wieder seinen Körper ein. Färben wieder angerannt kommen, bitte. Das wäre jetzt cool. Ja. Sehr gut. Ausweichen. Und nach oben. Und ihn umbringen. Puh. Also auch nicht ganz so einfach, aber auch wieder vom Prinzip her ganz cool. Ich mochte trotzdem den Octo-Samurai auf jeden Fall lieber, weil der Octo-Samurai war richtig cool. Also den habe ich total gemocht, den Boss. Und der war auch ganz in Ordnung, aber nicht so gut wie der Octo-Samurai. Ich würde sagen, der war vielleicht in etwa so gut wie der Octobug, wie er, glaube ich, hieß, der erste Boss. Da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher, welchen ich da jetzt besser fand. Die fand ich beide in etwa gleich, würde ich sagen. Dim, 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 yay! Aber auf jeden Fall, wie gesagt, ein höchst erfolgreicher Part, möchte ich meinen. Nummer 4, ich muss dir erneut danken für alles, was du bisher erreicht hast. Es ist an der Zeit, dass du etwas erfährst. Es gibt noch einen weiteren Grund, warum ich dich um Hilfe gebeten habe. Ich habe dir gesagt, dass wir den Riesen Elektrowels zurückholen müssen. Aber das ist noch nicht alles. Die Wahrheit ist, Aioli, die andere Hälfte der Sea Sirens, ist am selben Tag wie der Riesen Elektrowels verschwunden. Wie? Das hast du gewusst? Na gut. Also jedenfalls bin ich Nummer 2 der neuen Aquamarine und Aioli ist Nummer 1. Dann gibt's noch Nummer 3, gerade unterwegs mit unserem Opa, Captain Kuttelfisch. Die werden allerdings eine Weile weg sein. Okay, Nummer 3, also der Held aus Platoon 1 macht gerade Urlaub mit Captain Kuttelfisch, oder wie? Und während ich hier als Ersatzkapitän am Ruder war, ist das mit dem Riesen-Elektrowels passiert. Tut mir leid, dass ich dir nicht früher davon erzählt habe. Aber du warst eine große Hilfe, Nummer 4. Ich weiß, dass wir Aioli finden werden. Hilfst du mir auch weiterhin? Geht's. Weg. Geht weg. Was? Stört da wieder jemand unseren Empfang? Lass es gefälligst, oder Nummer 4 wird dir die Tentakel langziehen. Ja. Ich habe eben schon eine starke Vermutung, wer denn jetzt wieder mal diese Person war, die da geht weg gesagt hat. Vor allem nachdem die Mone gerade eben Aioli erwähnt hatte, aber na gut. So. Und wir dürfen dann damit weitergehen. Ja. Zur nächsten Zone. Ich kann schon wieder ganz kurz vorbeigucken, dass wir schon mal kurz die Intro-Sequenz davon sehen. Oder soll man uns das noch aufheben? Ne, ich würde mal sagen, wir heben uns das sogar noch auf. Weil ich darf mich ja eh erst dahin warten, wenn ich auch mindestens ein Level gefunden habe. Deswegen, wir lassen es dann mal und werden dann wieder zurückkehren nach Inkopolis. Und beim nächsten, oder halt beim nächsten Mal, wenn wir wieder den Heldenmodus spielen, dann eben mit Welt 4 anfangen. Gut. Aber ich würde erstmal sagen, Leute, das war's dann hier für diesen Part von Let's Play Splatoon 2. Denn morgen kommt erstmal wieder dann ein bisschen Online-Action. Und zwar dann im Turmkommando oder auch in Operation Goldfisch. Im Turmkommando habe ich sogar mittlerweile schon S+2 als Rang, da ich eben schon zweimal die Leiste auf S+ komplett füllen konnte. Ja, ja. Und vielleicht kommt dann gleich Turmkommando dann eben auf S+2, wo ich dann wieder richtig ordentlich auch auf die Mütze bekommen werde. Weil ich da halt mit einer neuen Waffe, die ich dann ausprobieren will, nicht wirklich mithalten kann mit den anderen Leuten wahrscheinlich. Aber wenn dem so ist, dann könnt ihr mich wenigstens auslassen. Auslachen und das ist ja auch ganz spannend vielleicht und interessant für euch. Deswegen mal gucken, wie wir uns dann da so schlagen werden. Okay. Auf jeden Fall würde ich mich dann noch selber einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.